Scooby-Doo. Shaggy! Leute, ich habe eine Idee. Hauen wir schnellstens ab, bevor wir noch in eine reintreten. Weiter so, du Genie. Bleib ganz locker. Dieser komische Alte will doch nur, dass wir alle in Panik zur Tür rennen und auf diesen versteckten Druckschalter unter dem persischen Läufer dort treten. Aber mein kühler Verstand sagt mir, dass es für all diese geheimnisvollen Fallen hier einen Hauptschalter geben muss, der sich genau da drüben befindet. Ein Junge mit einer Axt und einem Hut? Axt, Hut, Schnurstra-Axt, sei auf der Hut. Der Schalter liegt hinter diesem Gemälde. Folgt mir, Leute. Wow, das Calabash-Gambit. Davon habe ich bisher nur in Büchern gelesen. Fred! Auf so einen Fallenexpertenwettbewerb habe ich mich mein ganzes Leben vorbereitet. Wir werden jetzt entführt. Dieser blöde Mais. Aus dem Weg, Mais! Schwach, brauche Cheeseburger. Kann mir jemand vielleicht helfen? Feuer! Falls das ja also das allerletzte Gefecht von Sheriff Bronson Stone sein soll, dann soll es so sein. Ihr werdet mich nicht besiegen, ihr Alien-Freaks! Hallo, Sheriff? Shaggy? Scooby? Leute, ein Pfad! Hey Leute, ich habe gerade gesehen, wie Dr. Jens in das Haus des Spuks gegangen ist. Genau die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Glaubst du immer noch, dass er es ist? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Tuh, nicht sehr gruselig. Ungruselig? Nein, nicht gruselig. Ungruselig, total. Naja, und die alte Hexe hier ist ganz sicher nicht gruselig. Aber das ist schon gruselig. Was ist das für ein Geräusch? Jetzt werdet ihr bezahlen. Also, ich glaube nicht, dass es Dr. Jens ist. Wirklich? Glaubst du? Thelma, übernimm das Steuer. Hä?
so gemein. Wo ist denn nur meine Bordunterhaltung geblieben? Lo sentimos, ocupado. Hier ist niemand drin. Wenn man dringend mal muss, gibt's einfach kein Halten mehr. Nicht jetzt, Daphne. Ich muss rausfinden, wieso meine Falle nicht funktioniert. Wow, sieh mal einer an. Kein Fred, keine Daphne, kein Scooby, nur wir. Scooby-Doo! Was geht hier vor? Krokomenschen! Wie bitte? Psst. Vielleicht sind sie weg. Zur Tür, aber ganz langsam. Não acredito. É lítio. É isto que a Destroyed está a explorar? Provavelmente, o lítio é muito tóxico, o que explica toda a destruição. Vou recolher mais umas amostras. Foi... Leute, ich glaube, dieses Geheimnis haben wir aufgeklärt. Oh ja, ich kann's kaum erwarten, dass wir hier aufgeräumt haben und endlich feiern gehen können. Jetzt gehen wir Krabben essen. Was ist denn das da?
Ist ja komisch. Wie ist der da wieder reingekommen? Wir sollten nicht hierbleiben, um das herauszufinden. Ihr seid noch immer in Gefahr. Die Geschichte von Crystal Cove ist eine Lüge. Der Esel wollte die Stadt nie retten, sondern sie nur zerstören. Das alles von Ihren Abenteuern? Ja, außer dieser Clownsmaske, die habe ich mal in Reno gekauft. Und da ist er, der Schrumpfkopf von Sklar Gringotts. Wollt ihr ihn mal halten? Aber unbedingt! Nicht wirklich! Macht Ihnen der Fluch keine Angst? Nein, ich habe dieses kopflose Ding tausende von Meilen von hier im Amazonas-Dschungel gelassen. Das Ding würde auf keinen Fall...